Vor knapp 3 Jahren haben wir an dem Projekt A Few Goods angefangen zu arbeiten. Und genau, das Daruma-Projekt ist das nächste Projekt, was quasi in der Pipeline ist, unser zweites Projekt. Der Daruma ist ein japanischer Glücksbringer und steht dafür, dass man sein Ziel nicht aus den Augen verlieren soll. Wir haben zur Ladeneröffnung einen Daruma von einem guten japanischen Freund geschenkt bekommen. Und das war auch das erste Mal, wo wir damit quasi in Berührung gekommen sind. Und es hat uns immer wieder begleitet. Der Glücksbringer hat damals gut funktioniert und das Thema war die ganze Zeit in unserem Hinterkopf. Und das war jetzt ein guter Zeitpunkt, das eigentlich dann auch in die Tat umzusetzen. Für uns war es wichtig, weil es ein sehr traditionell japanisches Thema ist, dass wir das auch authentisch rüberbringen. Und deswegen sind wir direkt auf Takumi gekommen. Er hat ein sehr gutes Gespür dafür, wie man dieses traditionell japanische auf eine gute Art und Weise auf Streetwear übertragen kann. デザインのインスピレーションは、日本の伝統的な美術や、1955年から75年にかけての昭和レトロという文化スタイルに強い影響を受けています。今回の課題は、ダルマというすでにたくさんのデザインが存在する、素材をいかにオリジナリティあふれるものに、デザインするかということでした。Die Kollektion und die zweite Kollektion ist die Daruma-Kollektion, ist wie die erste Kollektion in Portugal produziert. Genau, ein Teil der Kollektion, der Kimono, den haben wir in Deutschland fertigen lassen. Zusammen mit einer lokalen Schneiderin haben wir hier lokal Leinenstoff gesourced. Sie hat quasi alles zusammengefügt. Der Druck auf dem Kimono ist auch mit einem guten Freund von uns, der auch sein eigenes Label Midnight hat, von ihm gefertigt worden, sodass wir quasi da mehrere Leute zusammengebracht haben, die das dann für uns umgesetzt haben. Mir gefällt an der Kollektion besonders gut, dass Takumi es geschafft hat, das klassische Streetwear mit dem traditionellen japanischen Mustern und Farben zu kombinieren. Die Few Goods Daruma Kollektion wird am 17. Oktober gelauncht, erst in Store und dann online. Wir sind gespannt, wie die zweite Kollektion angenommen wird.